Liebe Pilzfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ende Dezember. Wir haben ganz milde Temperaturen. Und es hat immer wieder geregnet. Jetzt ist natürlich der allerbeste Zeitpunkt, um Winterpilze zu sammeln. Und wenn ich an Winterpilze denke, dann denke ich vor allen Dingen an diese wunderschönen Samtfußrüblinge. Ich bin hier an einer Stelle, an einem kleinen lichten Wäldchen, wo ich jedes Jahr an derselben Stelle Samtfußrüblinge finde. Aber was ich dieses Jahr hier gefunden habe, das schlägt wirklich alle Rekorde. Ich wünsche euch jetzt viel Freude mit den gezeigten Aufnahmen. Den Samtfußrüebling finden wir in den kalten Wintermonaten, Ende November bis in den März hinein. Er braucht frostige Temperaturen, damit er seine Fruchtkörper ausbilden kann. Es lassen sich jetzt hier an dieser Stelle wirklich Unmengen von Samtfußrüblingen finden. Und das in allen verschiedenen erdenklichen Stadien. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einige, die schon ein bisschen älter sind, aber die sind noch in einem akzeptablen Zustand. An dieser Stelle sieht man jetzt rechts schon ziemlich alte Samtfußrüblinge. Und weiter links, je weiter links man schaut, umso jünger werden die Exemplare. Hier weiter oben links im Bild, die sind natürlich schon etwas älter. Und hier dieser Baumstamm ist übersät mit wunderbaren Samtfußrüblingen. Unzählige sind das. Diese ganz winzig kleinen Pilzchen, das sind alles auch Samtfußrüblinge. Schaut euch das mal hier an, das nimmt kein Ende. Und je länger ich mich hier aufhalte, umso mehr weitere Stellen entdecke ich hier. Hier ganz winzig kleine, dieser Baum, das ist hier eine zusammengebrochene Weide. Nein, dieser Baum ist keine Weide. Dieser Baum, der hier zusammengebrochen ist, das ist eine Schwarzpappel. Hier auch ganz winzig kleine und so zieht sich das hier den ganzen Baumstamm hoch. Hier noch mehr. Schaut mal, wenn ich jetzt hier weitergehe, da hinten, das nimmt kein Ende.
Ja, das sind jetzt hier schon ein paar ältere. Unten drunter sehe ich allerdings noch ganz, ganz frische. Und wenn man hier weitergeht, nimmt es kein Ende. Hin und wieder lassen sich natürlich auch Samtfußrüblinge am Holunder blicken. Wie hier zum Beispiel oder auch hier. Auch das sind Samtfußrüblinge und allerdings ist es so, dass die Samtfußrüblinge, die sich am Holunder blicken lassen, meistens sehr, sehr selten dort auftreten. Ja, bevorzugt findet man sie ja an der Weide oder an der Pappel. Hier habe ich jetzt eine Gruppe eingetrockneter Pilze gefunden. Aber man muss vorsichtig sein, denn auch der Gifthäubling lässt sich jetzt noch finden. Das sind überständige Pilze aus dem Spätherbst. Und die können natürlich auch mal partiell dort auftreten, wo auch der Samtfußrüebling wächst. Deswegen sollte man sich mit den Merkmalen des Samtfußrüblings und auch des Gifthäublings bestens vertraut machen, bevor man einen tödlichen Irrtum begeht. Ich halte das hier nicht gerade für eingetrocknete Samtfußrüblinge. Das sind eher Gifthäublinge. Aber wenn Pilze eingetrocknet sind oder schon Frost abbekommen haben und sich die äußeren Merkmale verändern, dann ist eine Pilzbestimmung meistens nicht mehr so einwandfrei möglich. Und deswegen sollte man auch solche Pilze dann stehen lassen. Diesen insbesondere, weil er ja sehr giftig ist. Am Holunder wächst jetzt auch das Judasohr oder auch der Holunderschwamm, ebenfalls ein essbarer Pilz. Wenn die Judasohren so aussehen, dann sind sie nicht mehr für den Kochtopf geeignet. Dann sollte man sie hängen lassen. Die sind alt und nicht mehr zu gebrauchen. Ich finde hier auf einem riesengroßen Pappelstumpf den südlichen Ackerling. Der südliche Ackerling ist ein sehr guter Speisepilz. Man findet ihn in Auenlandschaften mit Pappelbeständen und feuchtem Klima. Das hier ist der goldgelbe Zitterling. An der Stelle konnte ich letztes Jahr Dutzende
Fruchtkörper vom Austernseitling finden. Dieses Jahr nur einen einzigen und der ist auch schon alt. Ja, so unterschiedlich können die Jahre ausfallen. Da kann man nur hoffen, dass nächstes Jahr mehr kommt. Ja, hier lassen sich jetzt nochmal braune Pilze finden. Also Pilze mit braunen Hüten. Und ich sage jetzt schon mal vorab, das sieht nicht nach Samtfußrübling aus, sondern ich sehe hier den ganz typischen Stielverlauf, nämlich schwarzer Stiel, leicht silbrige Einschlüsse und dann ein vergänglicher Ring, den das Samtfuß, der Samtfußrübling ja nie hat. So bin ich jetzt wieder auf Gifthäuptlinge gestoßen. Und das sollte man natürlich immer auf dem Schirm haben, dass es diese Pilze jetzt im Dezember, wir haben jetzt den zweiten Weihnachtsfeiertag, dass es die immer noch gibt. Hier von einer anderen Perspektive. Und hier finde ich jetzt auch noch mal mehr Gifthäuptlinge, die noch ein bisschen frischer sind. Ja, man merkt aber schon, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, merkt man schon an der Hutfarbe, die sind jetzt nicht so orangebraun, die sind einfach so hellbraun. Ganz anderer Braunton. Und wenn ich jetzt hier so auf die Hüte fasse, da ist auch nichts schmierig. Da ist kein schmieriger, schleimiger Film drauf, wie bei den Samtfüßen. Und es gibt noch ein Merkmal. Ich nehme jetzt mal gerade hier einen von den älteren und riech mal dran. Ja, und da merkt man diesen stumpfig-mehligen Geruch. Ich zeige euch jetzt auch noch mal die Lamellen. Die Lamellen sollten ja beim Samtfußrübling ja so cremefarben sein, von weiß bis gelblich. Und ich zeige euch jetzt noch mal gerade die Lamellen von diesem Pilz. Und da sieht man, das ist ein ganz anderer Pilz. Schaut euch das mal an. Die sind auch sehr eng, laufen so ganz leicht am Stiel runter. Da haben wir auf jeden Fall den Gifthäuptling. Und ja, wenn man Samtfußrüblinge sammelt oder wenn man auch Stockschwämmchen sammelt, muss man diesen Pilz kennen. Geht gar nicht anders. Ja, und jetzt guckt euch mal hier, das zeige ich euch jetzt nochmal in groß. Das ist hier ein sehr feuchter Platz mit vielen Weiden und Pappeln. Wäre es ja hier auch, oder ist es hier auch sehr, sehr sinnvoll, mal nach Samtfußrüblingen zu schauen. Ich gehe jetzt hier noch ein paar Meter weiter und da vorne sehe ich wieder zwei Pilze. Schauen wir uns die doch mal an. Das hier sind zwei Samtfußrüblinge. Jetzt können wir mal das nochmal mit dem Gifthäuptling vergleichen. Der ist aber schon sehr alt. Okay, das ist aber nicht schlecht. Den nehme ich jetzt mal mit. Wir vergleichen die jetzt gleich mal miteinander.
So, liebe Pilzfreunde, ich vergleiche jetzt mal was. Hier, dieser Pilz, den haben wir eben besprochen. Das ist der Gifthäubling. Und man erkennt auch am Stiel den leicht vergänglichen Ring. Jetzt kommt ein altes Exemplar eines Samtfußrüblings dazu. Ich stelle das jetzt mal scharf. Also die Lamellen sind viel heller und man erkennt auch so was Ähnliches wie einen Burggraben um den Stiel herum. Und es gibt keinen vergänglichen Ring. Allerdings, wenn man sich jetzt die Stiele anguckt, also bei alten Exemplaren des Samtfußrüblings kann die schwärzliche, samtige Färbung bis ganz oben hin laufen. Aber die Lamellen laufen nicht tendenziell am Stiel runter. Und ja, guckt euch das mal an. Das sieht jetzt hier sehr eindeutig aus, was die Lamellenfarbe anbelangt. Und auch der Ansatz am Stiel oder der Burggraben bei rechten Samtfußrübling. Allerdings würde ich zum Beispiel diesen Samtfußrübling jetzt nicht mehr sammeln. Ganz einfach, weil er zu alt ist. Und wenn er zu alt ist, dann ähneln sich die Stiele sehr. Wenn ich jetzt mal einen jungen, knackigen, schönen Gifthäubling daneben lege, dann werdet ihr sehen, dass die schon sehr ähnlich sind von der Farbe her. Wobei natürlich der hier tendet mehr ins Braune und der hier mehr ins Orangene. Aber je jünger ein Gifthäubling ist, umso ähnlicher sind sich da die Lamellen mit dem Samtfußrübling. Also aufpassen. Was allerdings auffällt ist, auch die Kleinen hier haben hier diese silbrigen Überzüge, die fehlen hier ganz. Und ein vergänglicher Ring ist hier am Stiel zu erkennen und den hat der Samtfußrüffel niemals. Also es ist schon, man kann es schon gut auseinanderhalten. Allerdings wird es immer sehr schwierig, wenn Pilze ein gewisses Alter haben, in dem man sie ohnehin nicht mehr sammeln sollte. Auf keinen Fall. Ja, also diesen Samtfußrübling habe ich zuerst, als er da hing, für einen Gifthäubling gehalten. Ich habe von oben geschaut. Ja, man erkennt noch etwas. Alte Pilze. Bei alten Pilzen buchten die Lamellen nach unten hin merklich aus. Hier, also das sieht man hier. Ja. Ja, und das sieht schon fast aus wie bei einem Ritterling, während hier der Gifthäubling ganz anders strukturiert ist. Ja. Dieser Gifthäubling ist ein bisschen heller. Und das macht ihn auch gefährlich, denn der Gifthäubling ist ein wahres Chamäleon unter den Pilzen. Er hat so viele Erscheinungsformen, dass man manchmal nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, was man vor sich hat. Und das ist ganz besonders dann wichtig, wenn man auf Stockschwämmchensuche geht, dann lieber lässt man mal einen Pilz stehen und sagt, ich gehe kein Risiko ein, als dass man sich eine schwere Lebervergiftung zuzieht. Weil dieser Pilz ist wirklich tödlich.
Das ist jetzt mit Abstand der größte Gifthäuptling, den ich je gesehen habe. Und man sieht hier schön die silbrigen Fasereinschlüsse im Stiel. Man kann ihn anhand dieses Merkmals sehr, sehr gut unterscheiden. Darauf sollte man immer achten. Die silbrigen Einschlüsse beim Gifthäuptling sind bei diesem Exemplar sehr markant. Vor allen Dingen unterhalb des Rings kann man hier ganz gut erkennen, sind die silbrigen Einschlüsse deutlich erkennbar und oberhalb des Rings eher nicht. Manchmal ist der Stiel da an der Stelle sogar geschuppt. Hier haben wir den sehr giftigen Gifthäuptling. Interessant ist, dass der ja so einen Nippel auf der Spitze hat, auf der Hutspitze. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Dieses Exemplar hat zum Beispiel keine Spitze und da ist der Hut glatt und rund. Das soll jetzt mal reichen an der Stelle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse an Pilzen und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bis dann, tschüss.